Herr Präsident, meine Damen und Herren! Schulen und Kitas sind geschlossen, Grundrechte teilweise außer Kraft gesetzt, Restaurants, Theater und Kinos zu, die Grenzen dicht. Nach draußen darf man nur noch alleine oder zu zweit. Veranstaltungen sind abgesagt, Millionen Menschen bangen um ihre Existenz. Der Flugverkehr ist nahezu eingestellt. Das gesamte öffentliche Leben kommt nach und nach zum Erliegen, und das weltweit. All das wäre vor zwei Wochen noch unvorstellbar gewesen. Niemand von uns hat eine derartige Situation bisher erlebt, und die globalen Folgen sind nicht absehbar. Wie verheerend die Folgen der Ausweitung des Coronavirus sein können, sehen wir in Italien. Die Berichte und Bilder von dort schockieren. Und sie mahnen, alles zu tun, um diejenigen zu schützen, für die das Virus lebensgefährlich ist. Wir müssen die Infektionskurve abflachen, um Leben zu retten. Diese Krise erfordert vor allem eins: Solidarität. Solidarität mit jenen, die diese Krise besonders hart trifft, gesundheitlich, finanziell und persönlich. Und Solidarität und Dank gilt zuvorderst den Menschen, auf deren Rücken diese Krise besonders lastet: den Beschäftigten in der Pflege und im Gesundheitsbereich, im Lebensmitteleinzelhandel, in den Kitas und Schulen, in der Logistik, bei Liefer- und Paketdiensten, den Busfahrern und vielen anderen an unverzichtbaren Stellen. Plötzlich werden diejenigen als systemrelevant anerkannt, die vorher vielfach als niedrig qualifiziert galten, die viel zu wenig gesellschaftliche Wertschätzung erfuhren und die oft mit mageren Löhnen abgespeist wurden. Jetzt erst merken wir, welchen Beitrag all diese Menschen, zu einem großen Teil Frauen, jeden Tag für diese Gesellschaft leisten. Hören wir ihnen zu. Und ich will an dieser Stelle die Supermarktangestellte Farina Kerekes zitieren, die im ZDF sagte: Viele von meinen Kolleginnen und Kollegen verdienen Mindestlohn. Das finde ich nicht in Ordnung. Sie landen später in der Altersarmut, obwohl sie hart gearbeitet haben. Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Tarifverträge im Einzelhandel wieder allgemein verbindlich werden und alle Unternehmen nach Tarif bezahlen müssen. Ja, es ist gut, dass diese Menschen von den Balkonen beklatscht werden. Und es ist gut, dass sie Dank und Anerkennung in vielen Reden erfahren. Aber noch wichtiger ist, dass wir uns auch nach der Krise an diese Menschen erinnern, ihnen zuhören und sie wertschätzen. Nicht durch warme Worte, sondern durch gute Löhne und Arbeitsbedingungen. Denn warme Worte werden auch in Zukunft keine Rechnungen bezahlen. Auch die Menschen im Gesundheitssektor haben schon vor der Krise im Normalbetrieb unter enorm schwierigen Arbeitsbedingungen gelitten. Wir unterstützen die Appelle der Bundesregierung und der Landesregierung an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte mit anderen Menschen zu vermeiden. Und wir hoffen, dass die Menschen das ernster nehmen als die Regierungen die eindringlichen Appelle der Pflegekräfte, die schon seit Jahren um Hilfe rufen. Leider wurden sie viel zu lange ignoriert. Pflegekräfte schlagen Alarm. Nein, das ist keine Meldung von heute. Seit Jahren haben Beschäftigte auf den Pflegenotstand hingewiesen, gerade auch auf den Intensivstationen. Mehr von uns ist besser für alle. Unter diesem Motto kämpfen Pflegekräfte und die Gewerkschaft Verdi seit Jahren für bessere Bedingungen, für Entlastungen, für Personalmindeststandards. 150.000 haben dafür vor ein paar Jahren in Berlin demonstriert. Und jetzt sehen wir doch, wie problematisch es ist, ein Gesundheitssystem neoliberal auf Kante zu nehmen. Die Bertelsmann-Stiftung hat noch im letzten Sommer gefordert, angebliche Überkapazitäten in den Kliniken abzubauen und 800 der 1.400 Kliniken in Deutschland zu schließen. Ja, und auch in Hessen wurden Krankenhäuser infrage gestellt oder geschlossen, etwa in Lindenfels, in Bad Schwalbach oder Wolfhagen. Die mangelnden Investitionen in Krankenhäuser, die Privatisierung und die Einführung der Fallpauschalen, die rächen sich. Und das zeigt doch das Beispiel, wenn das privatisierte Uniklinikum Gießen und Marburg erst nicht bereit war, in dieser Situation auf die lukrativen elektiven Eingriffe zu verzichten, um Betten freizumachen. Die Ökonomisierung des Gesundheitssystems hat dazu geführt, dass Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten müssen, und das ging auf Kosten der Patienten und der Beschäftigten. Und deshalb sollten wir in dieser Krise und jetzt private und privatisierte Kliniken
kurzfristig unter öffentliche Aufsicht stellen, die Fallpauschalen aussetzen, und die Betriebskosten der Krankenhäuser sollten zunächst durch das Land übernommen werden. Grundsätzlich sollten wir das Gesundheitswesen wieder öffentlich organisieren. Und wir müssen jetzt die Beschäftigten im Gesundheitswesen von nicht unbedingt notwendigen Arbeiten entlasten. Wir müssen ausgeschiedene Pflegekräfte aufrufen, zumindest kurzzeitig wieder in ihren Beruf zurückzukehren. Und wir schlagen vor, allen Pflegekräften einen Zuschuss zu zahlen, als Anerkennung für ihre wichtige Arbeit. Nach dieser Krise brauchen wir eine Fachkräfteoffensive im Gesundheitswesen. Wir brauchen eine dauerhafte Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Abschaffung der Fallpauschalen weg vom privatwirtschaftlichen Gesundheitswesen, das auf Gewinne und Profit getrimmt wurde. Und zum Gesundheitswesen, meine Damen und Herren, gehören auch die vielen Heilberufe, die jetzt dringend Überbrückungshilfen als Zuschüsse brauchen. Einige Ausbildungsstätten haben große Probleme, gerade die praktische Ausbildung durchzuführen. Auch hier muss es unbürokratische Lösungen geben, die einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss garantieren, sonst fehlen weitere Fachkräfte. Ja, und es ist absolut richtig, dass die Kliniken jetzt finanziell gestärkt werden sollen. Die geplanten Maßnahmen reichen aus unserer Sicht noch nicht aus, denn die Kliniken stehen mit dem Rücken zur Wand. Und unverständlich ist aus unserer Sicht, warum der gesamte ambulante Bereich weiter unter dem Radar bleibt. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in ihren Praxen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Testzentren, die therapeutischen Heilberufe und der gesamte Bereich der häuslichen Pflege werden aus unserer Sicht noch zu wenig berücksichtigt bei der Versorgung mit Schutzkleidung und auch bei der finanziellen Entlastung. Und da erreichen uns jeden Tag zahlreiche Hilferufe aus dem ambulanten Bereich, die vor einem medizinischen Fiasko warnen. Denn ein Zusammenbruch der ambulanten Versorgungsstrukturen führt unweigerlich zu einer Überlastung der hessischen Krankenhäuser. Und ich finde, hier muss das Land und auch der Bund dringend aktiv werden, meine Damen und Herren. Ich finde gut und richtig, was Kanzlerin Merkel in ihrer Fernsehansprache gesagt hat. Und ja, auch ihr Duktus unterscheidet sich wohltuend von anderen. Die Kanzlerin hat die Verantwortung aller appelliert. Und ja, wir tragen alle Verantwortung, aber die Handlungsspielräume, die sind unterschiedlich. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie nicht nur an alle Menschen gleichermaßen appelliert hätte, sondern auch konkrete Erwartungen und Forderungen an Unternehmen, an Arbeitgeber und an Vermieter formuliert hätte. Weil nicht alle Menschen frei entscheiden können, ob sie zu Hause bleiben oder nicht. Die Arbeitgeber und erst recht jene, die nun finanzielle Unterstützung aus Steuermitteln erhalten, sind gefordert, Kündigungen zu unterlassen, ihre Beschäftigten bestmöglich zu schützen und wenn möglich sie in Heimarbeit oder einfach nach Hause zu schicken. Noch immer gehen Menschen täglich in Großraumbüros. In die Großraumbüros, in die Fertigungshallen oder ins Callcenter. Und in vielen Fällen ist diese Arbeit eine unnötige Gefährdung. Vermieter, insbesondere die großen Immobilienkonzerne und öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, sollten notfalls auch verpflichtet werden, Mietern, die von finanziellen Einbußen betroffen sind, Mietstundungen, Mieterlasse und Mietsenkungen zu gewähren. Zwangsräumungen und Kündigungen müssen ausgeschlossen sein. Auf Bundesebene werden ja aktuell schon Schritte in diese Richtung unternommen. In Frankfurt hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG bekannt gegeben, Kündigungen auszusetzen und vorerst auf Mieterhöhungen zu verzichten. Und ich finde, das sollte sich auch die Nassauische Heimstätte und die GWH zum Vorbild nehmen, meine Damen und Herren. Und auch die Stromversorger müssen alle Stromsperren in dieser Situation sofort aufheben. Ja, viele Menschen machen sich Sorgen um ihre ökonomische Existenz. Und deswegen brauchen wir konkrete Sofortmaßnahmen wie die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 90%. Der Hartz-IV-Regelsatz muss sofort um 200 € erhöht werden, weil viele Menschen sind auf Tafel angewiesen gewesen, was ohnehin ein sozialpolitisches Armutszeugnis ist, aber jetzt vielerorts noch wegfällt. Alle Hartz-IV-Sanktionen müssen ausgesetzt werden und die Bezugsdauer des Arbeitslosengeld I verlängert werden. Und ja, wir brauchen so etwas wie ein Pandemie-Überbrückungsgeld, das die Existenz von Kleingewerbetreibenden, von Freiberuflern, von Kulturschaffenden, von Taxifahrern, von entlassenen 400-Euro-Kräften aus der Gastronomie und vielen, vielen anderen sichert. Und der BAföG-Bezug
Und auch der BAföG-Bezug muss für alle Studierenden, die ihre Prüfungen aufgrund der derzeitigen Situation nicht machen können und ein Semester verlieren, unbedingt verlängert werden. Wir müssen an die Obdachlosen denken. Sie brauchen eine Unterbringung und Hilfsangebote. Ebenso wie die Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften, die natürlich besonders gefährdet sind vor Ansteckung. Und für Menschen ohne sicheren Aufenthaltsstatus in diesem Land muss gelten sofortige Aussetzung aller Abschiebungen, meine Damen und Herren. Und auch in diesen Zeiten dürfen wir die Welt um uns herum nicht vergessen. In den Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen wie in Griechenland sind die hygienischen Bedingungen dramatisch, insbesondere für Kinder und Kranke. Kinder und Kranke, die in Zelten zusammengepfercht leben. Bund und Länder müssen auch hier ihrer Verantwortung nachkommen und mehr Flüchtlinge aufnehmen, etwa durch ein Landesaufnahmeprogramm, gerade und trotz dieser Situation, meine Damen und Herren. Wir werden heute die Schuldenbremse aussetzen und Ausgaben in Milliardenhöhe beschließen. Dabei und beim Nachtragshaushalt hat die Landesregierung unsere Zustimmung. Durch die großen Herausforderungen im Gesundheits- und Sozialsystem, für die Wirtschaft und für die Menschenexistenznot ist es richtig, die Schuldenbremse außer Kraft zu setzen. Unsere grundsätzliche Haltung dazu kennen Sie. Wir haben die Schuldenbremse abgelehnt, weil wir glauben, dass das Dogma der schwarzen Null zu einer massiven Unterfinanzierung in vielen Bereichen geführt hat, die soziale Ungleichheit verschärft und dringend notwendige Investitionen verhindert hat. Wir werden heute dem Nachtragshaushalt zustimmen und selbstverständlich auch der Aussetzung der Schuldenbremse. Und ich möchte mich an der Stelle bedanken für die gute Zusammenarbeit in den letzten Tagen, für die Informationen und auch für die Abstimmung zwischen Landesregierung und den Fraktionsvorsitzenden. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, auch wenn es uns schon viel länger vorkommt, nicht mal zwei Wochen ist es her, dass öffentlich diskutiert wurde, Geisterspiele im Fußball, ja oder nein? Und jetzt diskutieren wir bundesweit über die Frage Ausgangssperre, Ausgangsbeschränkungen, ja oder nein? Und ich finde, daran zeigt sich, wie schnell und wie dramatisch sich die Lage zugespitzt hat. Es geht um grundlegende Fragen der Einschränkung von Freiheits- und Grundrechten. Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen sind ein enormer Eingriff in die Freiheit des Einzelnen. Und andererseits läuft das Arbeitsleben vielerorts noch ganz normal weiter, auch in nicht systemrelevanten Bereichen. Während ein Elternteil mit den Kindern zu Hause bleiben muss, arbeitet der andere weiter. Wir erleben gerade eine Diskrepanz zwischen den erheblichen Einschränkungen der persönlichen Freiheit und einer weitgehenden Nichtregulierung des Erwerbslebens. Die Kontaktsperre endet an den Betriebstoren. Und das ist in vielen Bereichen ausdrücklich notwendig, aber in anderen nicht. Und deswegen müssen wir auch darüber reden, ob Betriebe notfalls zwangsweise geschlossen werden, wie das in Italien gerade passiert, um unnötige Sozialkontakte zu vermeiden, meine Damen und Herren. Wir müssen auch bedenken, mit welchen Härten Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen verbunden sind. Für alle, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Weil auch hier zeigen sich natürlich auch die sozialen Unterschiede sehr deutlich. Eine Ausgangsbeschränkung lässt sich im Einfamilienhaus mit Garten leichter ertragen als mit zwei kleinen Kindern in einer Stadtwohnung bei geschlossenen Spielplätzen. Und auch der Erfolg von Homeschooling hängt beim derzeitigen Stand der Digitalisierung der Schulen oft davon ab, ob Eltern zeitlich und inhaltlich in der Lage sind, zu helfen. Die sozialen Benachteiligungen im Bildungssystem können sich dadurch weiter verstärken. Auch das müssen wir auf dem Schirm haben. Wir dürfen die sozialen Folgen all dieser Maßnahmen nicht außer Acht lassen. Enge, Aggressionen, Konflikte und häusliche Gewalt nehmen zu. Nötig sind deshalb auch Schutzräume, vor allem für Mädchen und Frauen. Und auch soziale Isolation und Einsamkeit werden um sich greifen, wenn Millionen alleine lebende Menschen von Kontaktsperren betroffen sind, wenn Bewohner in Pflegeheimen ihre Angehörigen monatelang nicht sehen und Schwerstkranke keinen Besuch empfangen können. Und bei all diesen leider notwendigen Maßnahmen müssen wir uns natürlich auch fragen, wie sieht die Exit-Option aus? Ein Lockdown bis 2021, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht, wäre für die Gesellschaft wohl kaum verkraftbar. Derzeit fahren wir auf Sicht.
Und umso klarer ist, Grundrechtseinschränkungen müssen immer befristet sein. Sie müssen immer wieder begründet werden und demokratisch legitimiert bleiben. Und deshalb ist es so wichtig, dass die parlamentarische Kontrolle auf allen Ebenen gewährleistet bleibt und das hinterfragt werden muss, dass, ob eine Maßnahme notwendig ist und ob sie verhältnismäßig ist. Diese Krise darf nicht missbraucht werden, um etwa der flächendeckenden Überwachung von Telefondaten, der Vorratsdatenspeicherung oder anderen umstrittenen Überwachungsmaßnahmen den Weg zu bahnen. Das kritische Hinterfragen ist wichtig in der Demokratie, auch und gerade in einer derzeitigen Situation. Denn es besteht die Gefahr, dass Freiheiten und Rechte, die wir jetzt begründet eingeschränkt haben, später leichter angegriffen und infrage gestellt werden, nach dem Motto, damals 2020 ging es doch auch. Diese Einschnitte müssen vollständig wieder zurückgenommen werden. Sie dürfen sich nicht normalisieren, meine Damen und Herren. Zusammengefasst, wir fordern als Sofortmaßnahmen 5 Garantien. Eine Garantie für ein funktionierendes Gesundheitssystem. Eine Garantie für gesicherte Beschäftigung, eine Garantie für soziale Absicherung, eine Garantie für einen handlungsfähigen Staat und eine Garantie für eine solidarische Flüchtlingspolitik. Wir wissen nicht, wann diese Krise überwunden sein wird und wie sie unsere Gesellschaft verändert, sozial, politisch und wirtschaftlich. Keiner weiß, wie hoch die Summen sein werden, die zur Bewältigung aufgewendet werden müssen. Im Laufe der Krise werden Unternehmen verstaatlicht werden müssen, um sie vor dem Kollaps zu bewahren, ob im Gesundheitsbereich oder Fluglinien oder andere. Das kann vielleicht auch eine Chance eröffnen, Wirtschaft anders zu organisieren. Denn gerade in der Not zeigt sich, gesellschaftliches Miteinander darf nicht bestimmt sein von Konkurrenz, von Ellbogen, von Egoismus und Wettbewerb, sondern von Solidarität, nicht nur in Krisenzeiten. Vieles wird sich grundlegend ändern, und wir haben in der Hand, dass unsere Gesellschaft und vielleicht sogar die Welt eine sozialere und eine gerechtere sein kann nach dieser Krise. Letzte Woche war Hölderlins 250. Geburtstag, und von ihm stammt der Satz, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das Rettende, das sind die Menschen, die als Ärzte, Rettungssanitäter und Pflegekräfte Leben retten, die unter Hochdruck an einem Impfstoff forschen, die Hilfe für ihre Nachbarinnen und Nachbarn organisieren und die sich tagtäglich aufopfern, um die Versorgung und die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und das sind auch die Menschen, die in dieser Situation den Angehörigen der Opfer der rassistischen Morde in Hanau beistehen. Weil wir dürfen diese trauernden Angehörigen den Kampf und den Kampf gegen den Rassismus auch jetzt nicht aus den Augen verlieren. Und insofern schließe ich mich an dem Dank für diese großartige Rede, Herr Landtagspräsident. Schließen möchte ich mit einem Dank an die Menschen, die in den kommunalen Verwaltungen, in den Ministerien, in den Behörden und in den Krisen stehen, die seit Wochen, jeden Tag und ich glaube auch oft bis tief in die Nacht arbeiten. Ihnen allen einen herzlichen Dank und Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.